Hallo und herzlich willkommen am Fluss heute, wollt hier mal wieder sitzen. Ich weiß, die Akustik ist jetzt nicht so 100% die allerbeste. Wir drehen das Mikro noch ein kleines bisschen vom Gerausche weg. Aber ja, ich will hier trotzdem mal wieder hocken. Das ist einfach notwendig. So, und zwar machen wir, Moment, was habe ich vergessen? Nee, hab nichts vergessen. Jetzt falle ich aber gleich um. So. Wir machen ein kleines Kanal-Update, das ist nämlich überfällig, weil leider gesundheitsbedingt bisher dieses Jahr meine üblichen Waldführungen ja leider ausgefallen sind. Und ja, das ist natürlich doof, vor allen Dingen auch für mich. Könnt ihr mir vielleicht hoffentlich glauben, dass das schon was ist, was ich ja eigentlich A, gern mache, B, auch mit zum Geschäftsmodell dazu gehört. Und wenn das wegbleibt, dann ist das nicht so gut, ne? Und daher, ja, das ist auf jeden Fall blöd gelaufen. Warum ist es blöd gelaufen? Das wäre Punkt 1, was wir kurz klären wollen. Dann möchte ich euch auf die Führungstermine dieses Jahr hinweisen. Und zum Schluss gäbe es dann noch leider eine Ankündigung, wo ich dann auch noch ein bisschen eure Meinung zu bräuchte. Also, erstmal, was passiert? Naja, schlicht und ergreifend, ihr habt es vielleicht, wenn ihr sehr regelmäßig meinen Krempel guckt, mitbekommen, dass so im Winter ich so ein paar Phasen hatte, wo ich nicht so weit laufen konnte, weil Fuß kaputt. Das ist irgendwann mal von jetzt auf gleich, zack, hat auf einmal der Fuß angefangen weh zu tun und das ging dann eine ganze Weile nicht weg. Und ehrlich gesagt, ja, ich gehe halt nicht gern zum Arzt, ne? Aber ja, war ich dann auch nicht, wurde dann peu à peu besser, dann wurde es wieder schlechter, da hätte ich dann natürlich gehen sollen, dann wurde es aber wieder besser und das Ende vom Lied ist, dass jetzt eigentlich wieder alles so weit in Ordnung ist, dass ich zumindest normalsterblichen Strecken wieder problemfrei, schmerzfrei laufen kann. Bei super, super langen Touren, dann wäre das natürlich nochmal eine andere Baustelle, da muss ich mich dann bei Gegebenheit auch mal noch drum kümmern. Aber vorläufig klappt es jetzt erstmal wieder. So, da es also nicht geklappt hat, konnte ich also im Frühjahr nicht wie üblich dann schon die ersten Frühjahrsführungstermine mir überlegen bzw. rausklöppeln, weil ich wäre bis dahin noch nicht in der Lage gewesen, diese dann auch durchzuhalten, ne? Also vor allen Dingen das lange Stehen dazwischen, das generell einfach lange auf den Beinen sein, was bei meinen Führungen ja nun mal zwingend, ja was heißt nicht zwingend, man könnte sich einen Klapphocker mitnehmen. Aber für mich selber ist das keine Option. Dann sieht mich keiner, dann hört mich keiner, wenn ich da unten irgendwo rumhocke und jajo, ja. Ne, das machen wir nicht. Und ja, das war Punkt Nummer 1. Und danach, als ich dann langsam wieder in der Lage gewesen wäre, ist meine Frau krank geworden und die brauche ich ja fürs Organisatorische, was die Führungen angeht. Und ja, wenn sie mir da nicht helfen kann, dann müsste ich selber machen und das wollt ihr nicht. A will das ich nicht, B wollt ihr das nicht. Da ist uns ist niemandem von uns geholfen, wenn ich auf die Idee komme, das selber zu machen. Und ja, daher, ja, dumme Umstände. Ihr geht's wieder gut, mir geht's wieder gut. Ab sofort kann es wieder weitergehen. Leider heißt das, dass wir dann wahrscheinlich so eine Phase von Januar, Ende Januar bis vor ein paar Wochen hatten, wo es durchaus sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass das eine oder andere an Mail leider ignoriert wurde. Mich alles, also wer sich jetzt wundert, huch, aber ich habe doch eine Mail von euch gekriegt am 17. März oder wann auch immer. Ja, das schon. Aber es ist halt manches dann halt trotzdem leider untergegangen, immer mal wieder so phasenweise. Und das tut uns sehr leid. Da bitten wir um Entschuldigung. Das war einfach gesundheitlich nicht möglich. Ja, letzten Endes, am meisten schadet es uns. Ja, und wir hoffen einfach, dass da ein gewisses Verständnis von eurer Seite, falls ihr jetzt zu den Betroffenen gehört, vorhanden ist. Und wenn das nicht so ist, ja, dann können wir es auch nicht ändern. Ist jetzt halt leider wie es ist und dadurch eben auch nur ein paar weniger Führungstermine als sonst dieses Jahr. Ja, vielleicht auch ganz gut, dass ich dann eben auf dem Wege nebenbei noch ein bisschen Zeit für was anderes habe und ja, weiß ich noch nicht. Aber irgendeinen Sinn wird es vielleicht gehabt haben und das erstellt sich, ja,
zeigt sich ja häufig immer erst später, ob es nicht doch vielleicht für irgendwas gut gewesen ist. Ist halt so ein Ding, ne, wenn man selbstständig ist, dann ist einmal alles wunderbar, solange es einem gut geht. Wenn es einem oder eben meiner Frau, was das Gleiche ist, ist völlig egal, ob es mir nicht gut geht oder ihr nicht gut geht, wir sind ja eine Einheit, dann ja, zeigt sich das natürlich relativ schnell relativ negativ, weil wenn du halt nichts schaffen kannst, verdienst du halt nichts und das ist dann ja, bekanntermaßen nicht so schön. Ne? Aber ja, ich hoffe, das langt euch allen Erklärungen, weil was da jetzt konkret los war und so weiter und so fort, da bitte ich um Respektierung unserer Privatsphäre und ich denke, das ist soweit in Ordnung. Ne? Gut, also vielen Dank für die Geduld, insbesondere vielen Dank an dieser Stelle nochmal ganz ausdrücklich für, irgendwie habt ihr es geschafft als Personenmehrheit, was nicht geht, weil ihr könnt euch auch gar nicht absprechen und so weiter und so fort, aber ihr habt es wunderbar hinbekommen, auch wenn es Zufall sein mag, ich finde es trotzdem schön und möchte Danke sagen, genau das richtige Maß aus hin und wieder vorsichtig nachfragen, wie es mit den Führungen ausschaut, sodass ich das Gefühl habe, dass noch Interesse besteht, weil ich habe zwischendrin mal kurz Angst bekommen, ach, da will doch eh keiner mehr mit. Und zweitens eben der nicht zu häufigen Nachfragen, dass ich auch keinen furchtbaren Druck bekommen habe, sondern im Motto, oh, du musst dringend, oh, das geht aber nicht und ah, ist alles scheiße und so weiter und so fort. Also ihr habt da wirklich eine wunderbare goldene Mitte sozusagen aufrechterhalten, was mich, ja, ohne dass ihr es wusstet, eben jetzt auf diesem Wege doch sehr unterstützt hat, mir sehr gut getan hat und da möchte ich mich einfach herzlich für bedanken. Grundsätzlich ist es ja meistens, bis auf vielleicht beim Messerrecht, immer so, dass die Kommentare ja wirklich von höchstem Niveau sind auf diesem Kanal. Also ja gut, natürlich auch nicht immer, das muss ich niemandem erzählen, dass da auch mal hin und wieder ein schwarzes Schaf dabei ist, wissen wir alle. Aber im Großen und Ganzen ja wirklich ein sehr, 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 sehr angenehmes Kommentarfeld. Sehr angenehme Diskussionskultur und was ich besonders schätze, ist ja auch, wenn zum Beispiel ich meine Frage nicht beantworte, wenn auch jemand später noch unter ein älteres Video was drunter schreibt und eine Frage hat, dass da dann doch oft auch noch irgendwie eine Antwort zustande kommt. Ich vermute mal, eine gewisse Dunkelziffer von euch guckt auch älteren Krempel irgendwann nochmal. Das freut mich sehr, das ergibt ein Stück weit sicherlich auch Sinn, gerade weil manche Themen ja dann auch ein bisschen komplexer sind, sodass man sich vielleicht beim ersten Mal angucken noch nicht alles gleich merken konnte, was ich da jeweils erzählt habe, was völlig normal ist, ja, selbstverständlich, und dann das vielleicht nochmal nachholen möchte und auf diesem Wege dann vielleicht nochmal in den Kommentaren das eine oder andere richtig stellt, wenn da eben noch was richtig zu stellen ist. Also das funktioniert wirklich wunderbar. Ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder in Kommentarspalten anderer Leute rumgetrieben und das schiere Grauen teilweise bekommen. Also wirklich, da bin ich ja wirklich dann glücklich, wenn ich wieder nach Hause komme, sozusagen, zu meinen eigenen Kommentaren. Ja, also das nur nochmal eine kleine persönliche Anmerkung an dieser Stelle. Jo, Führungen, die es dann also jetzt geben wird, sind dieses Jahr, wie gesagt, aus genannten Gründen nur 2 Locations. Wer fragen möchte, was ist denn aus der Siegerland-Variante geworden? Ja, die habe ich inzwischen einfach ein paar Mal zu oft gemacht, Punkt 1. Und Punkt 2, das ist tatsächlich juristisch inzwischen ein bisschen schwierig geworden. Das kann ich auch vielleicht generell verraten, verstehen für nächstes Jahr wahrscheinlich ein paar Änderungen bei meinem Führungsprogramm an, die darauf basierend sind, dass es wahrscheinlich, das kann man auch noch nicht so hundertprozentig sagen und da ist noch nichts in Stein gemeißelt, eine Bundeswaldgesetzänderung geben wird, die viele gute Ideen enthält, aber für mich persönlich, ja, das ist jetzt aber nur mein Problem und da will ich jetzt auch nicht so tun, als sei das jetzt was, weswegen man eine Petition starten müsste. Für mich persönlich gibt es da aber halt eben auch ein paar Änderungen, die mir jetzt nicht so gefallen. Aber wie gesagt, aus persönlichen Gründen, weil halt eben generell das Abhalten von Veranstaltungen im Walde dann ein wenig, ja nicht unbedingt erschwert, das kommt darauf an, wo man sich befindet. Ne? Je nach Bundesland wird es mal ein bisschen schwieriger, in seltenen Fällen ein bisschen einfacher.
Aber in jedem Fall so, dass ich vieles, was ich bisher gemacht habe, so nochmal überarbeiten muss zumindest. Ja? Und deswegen auch jetzt dieses Jahr keine neue Führung, weil ich nächstes Jahr das eh alles nochmal umkrempeln müsste. Und drum nutze ich jetzt die Zeit, die ich zwischen den Führungsterminen habe. Also ich hoffe, das kriege ich hin, um dann für nächstes Jahr dann eben da wieder in trockenen Tüchern zu sein und ja mit der neuen Rechtslage, die vielleicht kommt, das ist ja nichts ist nichts Genaues, weiß man nicht, ne? Ja, die wie gesagt vielleicht kommt, da irgendwie mit klarzukommen. Ja? Nervt mich ein bisschen, ich hätte da gerne etwas mehr Planungssicherheit. Aber andererseits, es gibt so wenige Menschen bei uns im Land, die davon jetzt, also von dem konkreten Problem, was mich jetzt umtreibt, betroffen sind, dass man da jetzt nicht super furchtbar krass viel Rücksicht drauf nimmt. Das, ja, ehrlich gesagt, das kann ich schon auch verstehen, wenn ich ein bisschen logisch drüber nachdenke. Aber ja, daher dieses Jahr eben jetzt nur die zwei Locations. Und ist halt so, ja, wie eingangs schon erwähnt, passt mir alles nicht so richtig. Ich hoffe, das könnt ihr auch nachvollziehen, aber so ist es und anders können wir es jetzt nicht machen. Und dann machen wir einfach das Beste draus. So, die Führung, die es gibt, das ist einmal die sogenannte Essen-Führung, möchte ich ein bisschen beschreiben. Das ist eine Buchenwald-Tour, weitestgehend. Jetzt könnte man meinen, was, nur Buchenwald? Ja, nee, es ist schon ein relativ vielfältiger Buchenwald durchs Carbon-Gestein und dort eben mit sehr vielen Kleinstrukturen, die eben, das ist ja gerade das Interessante, einen an sich eher vergleichsweise eintönigen Buchenwald durchaus sehr interessant werden lassen, wenn da genügend Struktur reinkommt. Die Vielfalt eines Ökosystems hängt ja auch von der Zahl der Kleinstökosysteme im Großökosystem ab. Und da haben wir beim konkreten Fall tatsächlich eine sehr, sehr hohe Vielfalt unterschiedlicher Kleinstrukturen in einem ansonsten eher monogamen Waldbestand, die dann eben doch zu einer hohen Dynamik, einer hohen Vielfalt und vielen verschiedenen einzelnen kleinen Waldbildern führen, wo der Buchenwald auch manchmal an seine Grenzen stößt, wo man dann eben auch sehen kann, was passiert denn, wenn der Buchenwald an seine Grenzen stößt, wo der Buchenwald auch noch sehr zukunftsfähig ist, wie es generell dem Buchenwald in den letzten Jahren so ein wenig ergangen ist. Und wer meinen Waldzustandsbericht zum Beispiel gesehen hat, der Buche geht es ja nicht gut. Allerdings wäre unser Wald, den wir uns da angucken, dann ein Positivbeispiel, wo es der Buche schon noch relativ gut geht, aus verschiedenen Gründen, weil es unter anderem eben auch schon ein relativ alter Buchenbestand ist, der wohl möglich in der Vergangenheit nur wenig bis gar nicht, das kann ich nicht beweisen, aber es sieht schwer danach aus, abgeholzt worden ist. Das bedeutet, dass da genetisch gesehen wahrscheinlich noch ein paar urtümliche Buchen rumstehen, die da damals irgendwann in der Ausbreitungsphase des Buchenwaldes hingekommen sind, also so vor 4000 Jahren oder sowas um den Dreh, und seitdem immer noch quasi die Nachkommen der vor 4000 Jahren da gestanden habenden Buchen ein Stück weit, also mindestens einige, da bin ich überzeugt, auch das kann man nie beweisen, aber das heißt, man könnte schon, aber das wäre saumäßig teuer und man bräuchte ein Labor und sehr viel Arbeit und ja, sehr viel Geld. Habe ich ja schon gesagt, saumäßig teuer. Wie auch immer, jedenfalls bin ich der festen Überzeugung, dass wir es da mit ein paar autochthonen, sogenannten autochthonen Buchen zu tun haben. Und das hat halt eben diverse positive Nebenwirkungen. Davon abgesehen hat man noch ein paar interessante forstliche Experimente im Gebiet durchgeführt. Da stehen auch ein paar exotischere Bäume rum. Und vor allen Dingen eben alles, was zu einem wirklich alten Buchenwald dazugehört. Weil wenn der dann wirklich älter wird, vor allem nicht unbedingt die einzelnen Bäume, sondern als Buchenwald, Ökosystem. Ja? Ein Ökosystem ist auch dann ein altes Ökosystem, wenn gerade überwiegend junge Individuen in diesem alten Ökosystem drinstehen. Aber trotzdem sind die Strukturen wirklich durchaus älter. Und das führt natürlich auch zu einem gewissen Totholzanteil, den wir uns genauer angucken wollen. Und das Schöne ist, dass wir eben auf der Tour auch mittendrin statt nur dabei sind. Das heißt, man läuft wenig, ja, fast gar nicht Vorstraße.
Und also bis ganz am Schluss dann tendenziell ein wenig, ne? Irgendwie muss man ja auch wieder zurückkommen. Aber viele kleine Pfade wirklich mittendurch, dass man also auch an die Sachen rankommt, ohne groß vom Weg runter zu müssen, hätte den Nachteil, dass ein bisschen Trittsicherheit erforderlich ist. Es gibt eine Passage, die etwas steiler ist und bei schlechtem Wetter möglicherweise ein wenig rutschig. Da würde ich also auch darum bitten, gute Schuhe anzuziehen. Wir helfen uns da gegenseitig ein wenig aus und bislang ist da auch noch nie irgendwie was passiert. Man kann auch noch ein bisschen Trekkingstöcke verleihen im schlimmsten Fall, beziehungsweise ich bringe welche mit, so als Notfallgehhilfe, falls das jemand vergessen sollte. Und also ich hoffe, dass ich welche mitbringe. Und aber ansonsten schöne kurze vor allen Dingen Tour. Also wer kein Problem mit Stehen hat, mit Laufen aber schon, für den wäre dann die Essenrunde, vielleicht, also die sogenannte Essenrunde. Ne? Ich verrate ja immer erst bei Anmeldung, wo man exakt hin soll, aber die sogenannte, wie gesagt, da ist dann halt eben schon mit nur wenigen Kilometern, ich meine, es wären so irgendwie 5 oder 6, irgend sowas um den Dreh zu rechnen. Trotzdem einige Stunden auf den Beinen, also wer dann noch ein Klapphockerchen, wenn das mit dem auf den Beinen stehenden Problem darstellt, mitnehmen möchte, darf das selbstverständlich auch gerne tun, da spricht überhaupt nichts dagegen. Wir machen zwischendrin auch ein Päuslein und ein Päuslein und ansonsten gucken wir uns da alles ganz genau an. Hoffe, das ist von Interesse. Ich mag sie sehr gerne inzwischen, die Route. Und da gibt es wirklich erstaunlich viel zu sehen. Und die Chance, dass ich super lange überziehe, ist auf der Strecke auch nicht so groß. Also wer tendenziell sagt, okay, das ist mir eher ein bisschen zu lang, da werde ich nicht viel überziehen. Garantieren kann ich das mit dem Nicht-Überziehen im Harz hingegen nicht. Das wäre die zweite Tour dieses Jahr, nämlich die Harzrunde, die ich jetzt auch schon ein paar Jährchen im Programm habe, wo es im Wesentlichen um die Wiederbewaldung des Harzes geht. Verschiedene Möglichkeiten, wie man denn da jetzt bitte schön wieder Bäume dahin bekommt, wo sie nun mal fehlen. Wer mal in den letzten Jahren im Harz gewesen ist und davor irgendwann mal im Harz war, wird schockiert gewesen sein. Das lese ich auch immer wieder in den Kommentaren. Ja, das ist auch kein Wunder, da sieht es tatsächlich teilweise wirklich sehr, sehr, sehr schlimm aus. Es gibt Flächen, da ist es auch definitiv wirklich, wirklich schlimm. Das muss man auch nicht schönreden. Es gibt aber eben auch Flächen, wo bereits einiges wieder in die richtige Richtung läuft. Sei es durch menschliches Zutun, sei es durch natürliche Prozesse und wo eben man menschliches Zutun braucht und wo natürliche Prozesse auch schon ausreichen und die diversen Mittelwege da dazwischen, das würden wir uns dann auf der Harzrunde entsprechend angucken. Auch ein bisschen alternative Baumarten, die man vielleicht statt der Fichte verwenden darf. Ob man mit der Fichte selber noch irgendwas anfangen kann, ist auch eine der Fragen, die uns beschäftigen wird. Was ist denn übrigens in dem Zusammenhang dann mit dem Buchenwald? Gehört er da nicht vielleicht auch hin? Kriegt er aber nicht eventuell doch auch Probleme? Spoiler, ja. Aber kommt immer drauf an. Und vielleicht gibt es auch einen gewissen Zusammenhang, also für diejenigen von euch, die tatsächlich aus irgendwelchen Gründen beide Führungen mitmachen wollen oder auf einer von beiden schon gewesen sind, das könnte ja auch sein. Oder ja, manche von euch waren auch schon auf beiden, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank. Das ist natürlich großartig und da werde ich mich ganz bestimmt nicht beklagen. Alles toll, vielen Dank, ja. Aber da gibt es durchaus ein paar interessante Unterschiede. Das sind ja schon zwei unterschiedliche Landschaften, Nordrhein-Westfalen und tatsächlich der Ruhrpott, ne? Und der Harz. Schon sehr unterschiedliche Landschaften. Trotzdem haben wir eben Bäume, die auf beide Landschaften durchaus angepasst sind und wie die jetzt wo jeweils klarkommen und so weiter. Das möchte ich auch dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen mehr herausstellen, als das sonst der Fall gewesen ist. Das wäre so ein bisschen ein Ziel für mich. Diese beiden, wenn es nur zwei Touren gibt, da vielleicht ein bisschen einen Zusammenhang herzustellen. Wie gesagt, für diejenigen, die da eben Interesse dran haben, wer das nicht kann oder möchte oder und sonst wie, ist auch überhaupt kein Problem. Ne? Deswegen gibt es da auch noch genügend Individuelles für die jeweiligen Touren. Die Harzrunde ist etwas länger, die hat sowas um die 9 Kilometer, meine ich. Gibt ein paar Höhenmeterchen rauf, aber auch nur ein paar, ist eigentlich eine recht angenehm zu laufende Angelegenheit. Da passiert jetzt wenig Schlimmes. Auch da bleibt man natürlich viel unterwegs stehen. Es geht hier und da ein ganz, ganz winzig bisschen durchs Gelände, aber das ist vielleicht, also bis auf diese eine steile Stelle bei der Essen-Tour ist es im Harz, würde ich sagen, deutlich harmloser.
Die Essentour deswegen aber auch nicht wirklich schlimm. Ne? Also ja, ich plaudere hier einfach nur ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir haben im Hart noch die Chance, dass uns vielleicht sogar ein bisschen Rotwild begegnet. Die sind da nicht sehr scheu, da sie wissen, dass auf bestimmten Flächen, da haben sie nichts zu suchen, da gehen sie dann auch nicht hin. Woanders hingegen wissen sie, dass sie da weitestgehend in Ruhe gelassen werden. Und das ist dann für uns als Waldbesucher natürlich auch sehr interessant, dass die Möglichkeit besteht, dass auch wenn wir ganz brav auf den Wegen bleiben, was wir tun, natürlich vielleicht doch mal irgendwo in der Ferne ein Rudel Hirschdamen, also Rotwildkühe, Tiere in der Jägersprache tatsächlich, vorbeizieht. Und das sind immer so ganz, ganz tolle Momente. Auch ein Schwarm Zugvögel hatten wir mal einmal, also zumindest bei der späteren Führung, das ist der Oktobertermin, der Termin sage ich gleich noch, findet ihr aber auch jetzt prinzipiell, wenn ihr das nicht erwarten könnt, schon auf meiner Homepage. Unten verlinkt alles. Wie auch immer, jedenfalls, ja, da gibt es schon einiges zu sehen. Gerade eben vor allen Dingen der Punkt mit der Wiederbewaldung, mit der Zukunft des Waldes, das ist so unser Kernschwerpunktthema, was wir dann da vor Ort besprechen wollen. Ein bisschen was zu Stürmen, ein bisschen was vor allen Dingen natürlich auch zum Borkenkäfer, der uns da nochmal enorm beschäftigen wird. Und ja, ich weiß ja selber nicht, wie es dieses Jahr aussieht, war dieses Jahr auch nicht mehr da. Letztes Jahr ging es zum ersten Mal voran. Es gab kein Wunder, zumindest für die Region war letztes Jahr ein ziemlich gutes Jahr. Dieses Jahr scheint auch ein gutes Jahr zu sein. Das sollte auch alles gut durch den Winter gekommen sein. Und ohne das jetzt beschwören zu wollen, behaupte ich jetzt einfach mal, dass es dieses Jahr auch noch mal ein Ticken besser ist als eben letztes Jahr. Da sollte jetzt doch, ich wüsste nicht, was da jetzt großartig furchtbar Schlimmes passiert sein soll. Außer natürlich die Regenfälle. Wir hatten ja auch aus dem Harz enorme Wassermengen, die da runtergekommen sind ins Harzvorland. Da könnte es möglicherweise auch sein, dass wir von denen ein paar Spuren auf unserer Route entdecken. Kann ich aber auch noch nicht beschwören. Jo, das ist das Führungsangebot für dieses Jahr. Wenn während der Tour Fragen sind, dürft ihr selbstverständlich gerne auch immer fragen. Harzführung tendenziell ein bisschen länger. Essenführung tendenziell ein bisschen kürzer, in jedem Fall aber bei Fragen gerne jederzeit fragen. Und es sind schon ein paar Plätze weg, also nicht wundern, das liegt daran, dass ich in ein paar Personengruppen ein bisschen früher stecke, dass es Führungen gibt als anderen Personengruppen. Und die hochoffizielle Ankündigung über YouTube, die kommt dann quasi als letztes. Und ne, einfach damit Leute, die mich halt schon lange Jahre und großzügig unterstützen, die Möglichkeit haben, sich schon vorweg sozusagen einen Termin auszusuchen, damit es dann nicht zu Terminengpässen quasi kommt. Ja, das, ich hoffe, damit könnt ihr leben, weil ja, wer mir Gutes tut, der bekommt halt irgendwo natürlich auch irgendwo ein Plätzchen im Herzen, das näher an den Führungsterminen liegt, als normale Leute. Jetzt mag ich natürlich selbstverständlich jeden meiner Zuschauer, außer die dumme Kommentare schreiben. Aber ja, ich hoffe, das ist menschlich nachvollziehbar. Gut, theoretisch gäbe es übrigens ein letzter Punkt noch am 21. September bei mir in Rastatt, also nicht weit weg von daheim, auch noch eine kleine VHS-Veranstaltung, also Volkshochschule, die ich einfach auch mal ganz gerne zwischendrin mache. Das ist nur ein Termin, eben nur der 21. September. Zum Zeitpunkt dieses Videos ist da wahrscheinlich noch gar nicht die Anmeldungsmöglichkeit da. Ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben, wer das im Hinterkopf behalten möchte, steht dann auch nochmal auf der Homepage. Das würden wir dann auch aktualisieren, wenn da eine Anmeldemöglichkeit da ist, dass da dann noch ein Link steht, dass man dann da hinkommt und so weiter und so fort. Das ist halt die Kurzführung, die eine Kurzführung, die ich im Jahr anbiete, von nur tatsächlich geplant, glaube ich, 3 Stunden oder waren es 4 Stunden, das weiß ich schon gar nicht mehr genau, wenn da hinterher noch Fragen sein sollten. Also gerade für Leute, die mich schon vorher kennen, da gehen natürlich auch Leute, die mich noch nicht kennen, mit von der Region und so weiter. Und für mich auch immer interessant, ein paar Leute dabei zu haben, die nicht grob eine ungefähre Vorstellung haben, was sie erwartet. Und darum mache ich das gern. Hat letztes Mal sehr viel Spaß gemacht. Da waren nur 2 Leute dabei, die mich schon kannten. Der Rest war mir fremd und umgekehrt auch. Und ja, ist einfach mal für mich eine schöne Abwechslung. Aber nur der Vollständigkeit halber. Die ist leider ein bisschen teuer für das, was sie nur relativ kurz ist. Das liegt einfach daran, dass da die Volkshochschule auch noch ein bisschen mit dran organisiert und ein bisschen mit dran verdienen soll und so weiter. Aber ja, wen das nicht abschreckt, ich glaube, kostet 17, 18 Euro, irgend sowas um den Dreh, wäre ja normalerweise eben doppelt so lang für
ja, nicht ganz das doppelte Geld. Daher, ja, also müsst ihr wissen, oder kostet sogar noch, ich weiß es nicht, was es ist. Müsst ihr wissen. Müsst ihr dann schauen. Und so viel dazu. Gut, also, würde mich freuen, wenn wir uns da im Walde mal sehen, dieses Jahr. Und wenn nicht, nächstes Jahr gibt es auch irgendwelche Möglichkeiten. Ich hatte ja mal angekündigt, ich wollte gerne nach Brandenburg. An dieser Stelle übrigens ein herzliches Dankeschön an alle, die mir da ein paar Tipps gegeben haben, was man denn in Brandenburg so machen könnte. Das ist jetzt leider eben auch aus gesundheitlichen Gründen und eben der Tatsache, dass die Waldgesetzänderung droht, in Anführungszeichen, aufgeschoben. Ja? Aber nur aufgeschoben. Aufgehoben. Was war das? Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Ich habe keine Ahnung, was dieses Sprichwort eigentlich genau soll. Ich bin ja eigentlich meistens ganz gut mit Sprichworten, aber na Wurst. Jedenfalls, das machen wir schon noch. Das wird es geben. Aber ja, das tut mir leid, das kriege ich jetzt einfach derzeit gerade nicht auf die Reihe. Neue Führungslocation ist entweder nochmal was in Nordrhein-Westfalen für nächstes Jahr. Das ist ziemlich wahrscheinlich, möglicherweise auch noch mal was im Schwarzwald. Ich weiß, der Schwarzwald ist ganz unten im Südwesten und für die meisten oder für viele von euch nicht ganz gut zu erreichen. Andererseits könntet ihr dann ja vielleicht eventuell, da würde ich vielleicht noch mal eine kleine Videoreihe zu machen, wenn ihr sowieso schon im Schwarzwald seid, dann macht doch noch einen kleinen Schwarzwaldurlaub und guckt euch folgende Sachen an. Also so ein bisschen den Fremdenführer, die Fremdenführer-Videoreihe machen und dann das Ganze eben in Kombination mit einer Schwarzwald-Tour. Nächstes Jahr dann wahrscheinlich auch wieder ein, zwei Termine von der Kalfführung. Wer sich da zufällig noch dran erinnert, dass es die mal gegeben hat, also nördlichster Nordschwarzwald sozusagen, also ganz so allernördlich ist es auch nicht, aber es ist schon ziemlich, ziemlich nördlich, nördlich. Und meine zweite Schwarzwaldtour, die wäre dann mehr so Rand, dafür ein bisschen weiter, noch ein Ticken weiter südlich. Südschwarzwald kannst du vergessen. Das ist dann ja wirklich für jeden weit weg, der jetzt nicht zufällig gerade in Lörrach wohnt oder für die Schweizer halt. Basel und so weiter und so fort. Aber so viele Schweizer Zuschauer habe ich dann auch wieder nicht. Es sind ja ein paar. Herzliche Grüße. Das wäre so der aktuelle Plan. Irgendwie so in die Richtung. Aber nagelt mich bitte auf nichts fest. Gerade jetzt eben mit dieser Unsicherheit juristischer Art bin ich sehr in der Schwebe gerade, was mir nicht gefällt. So. Und ein letztes, jetzt fängt es gerade an zu regnen, daher versuche ich das ein bisschen kurz zu fassen. Ich habe es euch ja eben schon angekündigt. Die Inflation. Wir kennen sie alle, wir mögen sie alle nicht. Wir sind alle ein bisschen genervt und ein wenig am Struggeln. Die eine mehr, die anderen weniger, aber so richtig toll findet das sicherlich keiner. So, da ich jetzt von dem, was ich hier tue, bisher noch nicht so richtig reich geworden bin, ja, YouTube-Money und so weiter und so fort. Ja, wenn du Millionen von Followern hast, mag das stimmen. Müsste ich leider, und das war ja jetzt schon in der Vergangenheit zweimal der Fall, vielleicht erinnern sich ganz langjährige, also so richtig langjährige Zuschauer dran. Das ist ja mal im Laufe dieses Kanals hin und wieder mal kleine Ankündigungen gehabt, dass ich leider ein wenig mehr irgendwas Böses mit Kommerz tun muss und den Kommerz-Ben vertiefen muss. um überlebensfähig zu sein, Survival und so weiter. Ne? Und das ist jetzt leider vielleicht wieder der Fall. Ich möchte euch aber wie jedes Mal in der Vergangenheit auch bitten, mir da doch eure Meinung zu mitzuteilen, was ihr davon haltet. In der Vergangenheit habe ich schon mal gefragt, wie schlimm fändet ihr denn Amazon Affiliate Links? Und da war die Meinung durchwachsen. Einige hätten es gar nicht schlimm gefunden, andere haben gemeint, naja, muss ich nicht haben, aber mach ruhig. Und ein paar waren dann der Meinung, das sei böse, weil ja tatsächlich ist jetzt Amazon nicht gerade ein nettes Unternehmen von nebenan. Also nebenan hat man vielleicht einen Amazon-Stützpunkt, aber nett ist der deswegen wahrscheinlich eher nicht. Das ist jetzt auch nicht gerade die personifizierte Nachhaltigkeit. Andererseits, wenn ich mir Temu angucke oder sowas in die Richtung, dann, ja, es geht noch schlimmer. Ne? Also nach unten ist Luft, nach oben selbstverständlich auch. Und das hat mich in letzter Zeit auch immer so ein bisschen umgetrieben. Und so ein Jeff Bezos, so richtig dufter Typ ist der auch nicht. Ne? So mehr oder weniger. Also ich denke, da sind wir uns plus minus einig. Ich wüsste jetzt nicht, dass der Typ einen Fanclub neuerdings hat. Wie auch immer, der hat schon genug Geld. Und jetzt gibt es eben das Amazon Affiliate Programm
Und da kannst du als Creator dir so einen Affiliate-Link zulegen oder mehrere davon natürlich. Und mit diesem, wenn ihr den dann anklickt und danach bei Amazon was kaufen solltet, diejenigen von euch, die das halt sowieso machen, bloß nicht deswegen nur da was kaufen, weil ich das jetzt irgendwie dann irgendwie mit im Boot bin oder vielleicht bin. Ja, denn noch ist da nichts amtlich. Ich frage jetzt erstmal, habe noch nichts unterschrieben oder so in die Richtung. Aber selbstverständlich müsst ihr deswegen jetzt nicht anfangen und sollt auch bitte nicht, wenn ihr es schafft, ohne Amazon zu leben. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt meinen Neid und bleibt dabei, absolut, unbedingt, hundertprozentig. Nur solltet ihr da sowieso hin und wieder mal oder ein bisschen öfter was bestellen, dann gäbe es halt eben die Möglichkeit, den Influencer des Vertrauens dabei zu unterstützen, dass man eben dem seinen Link verwendet und dann da was bestellt. Das kostet dann nichts mehr. Aber die Gewinnmarge für Amazon wird ein kleines bisschen kleiner, weil der jeweilige Influencer irgendwie so 0,4 bis 1, irgendwas Prozent vom Kaufpreis abbekommt. Das ist also 0,4 bis 1, irgendwas Prozent weniger, was bei Jeff Bezos im Geldbeutel landet. Das ist so mein persönliches Argument, um für mich selber ein Stück weit eben mich damit anfreunden zu können, dass ich da jetzt ernsthaft drüber nachdenke. Ich habe keine Ahnung, was mir das im Monat bringt. Ich würde das auch transparent hinterher nochmal kommunizieren, was dabei rumgekommen ist. Das habe ich bei den anderen Einnahmemöglichkeiten bisher auch immer so gemacht und bisher immer so gehalten, dass das recht transparent ist. Und also hoffe ich zumindest, dass ihr da eine grobe Vorstellung habt, ne? Und ja, das würde ich dann da auch machen. Ich hoffe, so 100 Euro wäre schön. Wenn es unter 50 sind, dann lasse ich es sein, weil dafür ist es mir dann doch zu viel schlechtes Karma für dann nur wenig Geld. Wenn schon schlechtes Karma, dann bitte für ein bisschen Geld. So 100 Euro wäre ganz nett. Das ist jetzt auch nichts, was einen von arm zu wohlhabend befördert, aber es wäre ein kleines, nettes Zubrot, was einfach schön wäre, so als kleiner Inflationsausgleich, was wir auch ehrlich gesagt brauchen könnten. Ne? Wenn es ein bisschen mehr ist, umso besser. Wenn es deutlich mehr ist, wird es irgendwann dann wieder blöd mit der Steuer. Nee, aber so furchtbar viel wird da auf keinen Fall bei rumkommen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ihr seid ja auch nicht die Konsumfreudigsten und ich mache auch keine oder würde nur ganz selten vielleicht mal hier und da sporadisch nur aktiv Werbung für die Verwendung dieses Links machen, sondern der steht da einfach in der Videobeschreibung und ich werde die ersten paar Wochen, die es ihn gibt, dann vielleicht hier und da mal kurz erwähnen, aber ich bin eh scheiße im Werbung machen, wie ihr vielleicht wisst und jetzt regnet's. Aber ja, das ja, wäre so grob der Plan. Also schreibt mir bitte gerne, was ihr davon haltet. Wenn ihr das furchtbar findet, was in Ordnung ist, ja, dann teilt mir das mit. Wenn ihr kein großes Problem damit habt, wenn es euch egal ist, also mich würde jede Meinung diesbezüglich interessieren, damit ich da einfach auch ein bisschen ein Stimmungsbild bekomme. Ich mache jetzt auch keine Umfrage oder sowas. Wäre lieb, wenn ihr da einfach einen Kommentar zuschreiben könntet. Wenn ihr keinen Kommentar schreiben könnt, oder nicht wollt, dann schreibt mir auch bitte gerne eine Mail, gerne an betüxen@googlemail.com. Also die eine offizielle Mailadresse, nicht die Führungsmailadresse. Die Führungsmailadresse ist, falls ihr zu einer Führung mitkommt, und das wäre natürlich auch sehr, 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 sehr schön. Ich glaube, ich habe im Wesentlichen alles gesagt. Bin gespannt aufs Feedback, freue mich auf euch, wenn ihr dann Bock habt, zu einer Führung mitzukommen im Walde. Und dann sehen wir uns spätestens, ja, vermutlich im nächsten Video oder persönlich dann im Walde. Und ja, herzlichen Dank. Auch vielen, vielen Dank generell einfach für eure Unterstützung, für das Angucken von meinem Zeug und andere Formen von Unterstützung, natürlich insbesondere für letztere großzügige Unterstützung, die diejenigen, die sich jetzt angesprochen fühlen, mir zukommen lassen. Wäre alles nicht möglich ohne euch, das sagt jeder. Das liegt daran, dass es auch immer stimmt, vermutlich. Bei manchen bin ich mir nicht ganz sicher, ja, bei so ganz, ganz großen. Weiß ich nicht manchmal, inwiefern das wirklich ein ausgeglichenes Verhältnis aus ja, ich will jetzt nicht zu viel über die großen Kollegen schimpfen, ne? Aber in meinem Fall, ohne euch ging hier gar nichts. Daher vielen, vielen herzlichen Dank. Ich versuche ein bisschen was zurückzugeben, soweit ich das halt eben vermag. Bedanke mich für eure Geduld nochmal ausdrücklich und macht's gut vom nassen Ben, der zunehmend nass wird. Tschüss.